Pannenström nimmt Papier aus seinem Schub und verteilt es gut voll in der Stube. Und nachdem er Kugeln draus gemacht und verteilt es kunstvoll und zu Macht. Und verteilt die Kugeln so zu Macht, dass wenn er plötzlich nachts erwacht, die Kugeln knistern, hört ihn ein heimlich Vogel backt, dass in der Nacht als heimlich Vogel backt, ein guter Ball Papier und Kugeln.